Muslime haben die besondere Aufgabe gegenüber ihrem Schöpfer, bestimmte Speisegebote einzuhalten. Im Koran, der Offenbarungsschrift des Islam, verbietet es Gott, den Gläubigen verendetes Blut, Schwein und Tiere, die für Götzen geschlachtet worden sind, zu verzehren. Darüber hinaus ist auch Wein und davon abgeleitet genereller Konsum von Alkohol und Rauschgift verboten. Halal, das bedeutet so viel wie erlaubt und dementsprechend ist Halal Food dann auch islamkonforme Speise. Ob eine Speise jetzt islamkonform ist, wird nicht von irgendeiner islamischen Autoritätsperson bestimmt. Muslime vertrauen da eher sogenannten Halal-Zertifikaten, die auf die Erkenntnisse von zeitgenössischen Gelehrten in Gremien basieren, wie zum Beispiel ein Beispiel dafür das World Halal Council. In den muslimischen Ländern sind Halal-Standards nicht nur aus religiösen Gründen wichtig, sondern um die Nahrungsgerechtigkeit und Hygienestandards in der eigenen Bevölkerung zu gewährleisten. Diese werden also dann eben über diese Halal-Standards dann religiös begründet. Viele Muslime in nahrungstechnisch privilegierten Ländern, westlichen Ländern wie Deutschland, sind sich wiederum dessen bewusst, dass Ernährung nie einfach nur die Versorgung des Körpers mit Nährstoffen ist, sondern auch ein kulinarischer Akt ist. Eine kulinarische Handlung, das weitreichende globale Folgen mit sich bringt. Muslime, die also die Wahl haben, ihre Belieben bezüglich Speise auszuleben, tragen die Verantwortung, die gleichen Voraussetzungen auch für Gesellschaften zu schaffen, wo der Zugang zu guter Nahrung erschwert oder gar nicht erst gegeben ist. Es ist also wichtig, auch beim Essen ethisch zu handeln und sich den Konsequenzen seines Konsums bewusst zu sein. Eine Ethik des Essens ist nämlich im Koran sowie in der prophetischen Praxis, die ja für die muslimische Lebensführung maßgeblich ist, verankert. Die Speise mit anderen zu teilen, aufzuhören, wenn man schon voll ist, sich bewusst gesund zu ernähren, Prävention auch, Krankheitsprävention durch Ernährung zum Beispiel, ist in der prophetischen Lebensführung maßgeblich eben verankert. Und das sind konkrete Handlungsanweisungen, die in den Rahmen der islamischen Ethik des Essens fallen. Der Koran weist die Muslime darauf an, in ihrem generellen Handeln nicht übermäßig oder verschwenderisch zu sein. In Sura 2, Vers 205, kritisiert der Koran am Beispiel der henotheistischen Araber auf der arabischen Halbinsel die Menschen, die auf der Erde Unheil stiften, die Saatfelder und Nachkommenschaft vernichten. Viele muslimische Denker und Intellektuelle, alarmiert von diesen Versen, beschäftigen sich mit den Prinzipien des Umweltschutzes in ihrer Religion. Hier übrigens ist der Tierschutz mit einbegriffen. Der sogenannte Eco-Islam ist seit den 1960er, 1970er Jahren besonders über den westlich-muslimischen Diskurs auch nach muslimische Länder gekommen und in diesen muslimischen Herkunftsländern auch sehr stark rezipiert worden. Und gewinnt natürlich angesichts der globalen Klimakrise auch immer mehr an Relevanz. Eine islamische Ethik des Essens gibt es also tatsächlich. Und sie wird also einerseits im muslimischen Denken über die Umwelt aufgegriffen, aber auch und insbesondere in der Frage, welche Speisen islamisch gesehen erlaubt, also halal sind. Die Frage ist also sehr berechtigt. Diese Frage ist folgende: Kann Speise, die zwar islamisch konform aussieht, dennoch islamisch konform sein, wenn sie einer Ethik des Essens nicht entspricht?